Willkommen meine Freunde zum Newsflash Nummer 9. Es hat sich wieder einiges zugetragen in der Gaming-Szene und mit den neuesten News werde ich euch jetzt erstmal allein lassen. Das letzte DLC-Paket zu Batman Origins erscheint am 22. April. In der Download-Erweiterung mit dem Namen Cold Cold Heart darf man sich dem alten Bekannten Mr. Freeze widmen. Außerdem soll Batman ein kleines bisschen mehr Spielzeug zur Verfügung haben. Unter anderem wird auch ein neuer, spezieller Anzug zum Einsatz kommen. Der DLC erscheint für die PC, PS3 und Xbox 360 Fassung. Ein Wii U-Start hatte Warner Bros. Aufgrund der Nachfrage abgeblasen. Deus Ex The Fall erscheint auch für den PC. Die Umsetzung soll am 25. März veröffentlicht werden und nur 10 Euro kosten. Im vergangenen Jahr erschien Deus Ex The Fall bereits für iOS und wurde einige Wochen noch für Android portiert. Auf dem PC gibt es selbstverständlich Maus- und Tastaturunterstützung sowie eine alternative Controllersteuerung. Eine traurige Nachricht für alle DS- und Wii-User. Am 20. Mai werden die Online-Dienste des Handhelds und der Konsole abgeschaltet. Wer also Spiele besitzt, in denen Matchmaking, Online-Matches oder sonstige Online-Funktionen verfügbar sind, sollte das Ganze noch einmal ausnutzen. Eine genauere Liste mit betroffenen Spielen ist im Netz verfügbar. Divinity Original Sin wurde erneut verschoben. Das Rollenspiel mit den rundenbasierten Kämpfen wurde zuletzt auf den Februar verschoben. Mittlerweile peilen die Lariat Studios das Frühjahr an. Man wolle die gewonnene Zeit nutzen und auf das Feedback der Kickstarter-Unterstützer eingehen. Auch Outlast bekommt ein DLC spendiert. Dass man an der Story-Erweiterung namens Whistleblower arbeitet, war bereits bekannt. Im April soll das Ganze für PlayStation 4 und PC vom Stapel laufen. Man schlüpft in die Rolle des Softwareentwicklers Wyland Park, der für Murkoff arbeitet. Den Entwicklern zufolge soll Whistleblower zwar die Vorgeschichte ein bisschen erzählen, aber darüber hinaus auch das finale Kapitel bilden. Frohe Kunde für alle Rollenspielfans. In der aktuellen Ausgabe von PC Games haben Piranha Bytes und Deep Silver das Rollenspiel Risen 3 Titan Lords angekündigt. Wenn alles klappt, erscheint das Spiel im August 2014. Geplant sind Versionen für die Xbox 360, PlayStation 3 und den PC. Umdenken bei Konami. Die PlayStation 4 und Xbox One Version von Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes wird im Preis sinken. Wie der japanische Software-Riese verkündet, wird die Xbox One und PS4 Fassung genauso viel kosten wie die PlayStation 3 und Xbox 360 Fassung, nämlich 30 Euro anstatt 40. Sony gibt bekannt, dass die Server von Gran Turismo 5 am 31. Mai vom Netz genommen werden. Damit werden auch die letzten Dienste wie Season-Veranstaltung, Online-Lobby, Museum, Nachrichten, Community und so weiter nicht mehr verfügbar sein. Man bedankte sich bei der Community für die Unterstützung und freue sich, die User bei Gran Turismo 6 wiederzusehen. Seit geraumer Zeit kann man auf meinem Kanal das Let's Play zu Trials Evolution bewundern. Der Nachfolger Trials Fusion wird am 16. April digital veröffentlicht und soll 20 Euro kosten. Das Ganze wird dann nicht nur für den PC verfügbar sein, sondern auch für die Xbox 360 und auch die beiden Next-Gen-Konsolen von Microsoft und Sony werden bedient. Ob es jemals ein Let's Play dazu auf meinem Kanal gibt, steht auf jeden Fall in den Sternen. Weit weg. Damit neigt sich der vollgepackte Newsflash auch dem Ende. Zum Abschluss natürlich den Trailer der Woche, diesmal auch für mich was Besonderes, denn darauf freue ich mich schon ewig. Und zwar geht es um Tales of Symphonia Chronicles, PlayStation 3 exklusiv, ein Remake der älteren Teile. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht genau, für welches System das rauskam. Es sind zwei Spiele, einmal Tales of Symphonia und die Fortsetzung davon, Dawn of the New World. Dazu gibt es nun einen Hope-Trailer, den ich euch zeigen möchte. Natürlich auch, weil ich persönlich mich auf dieses Spiel riesig freue. Damit lasse ich euch jetzt alleine. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Rinja hauen. Bis zum nächsten Mal. We've been
a tale of hope. A journey of sacrifice. And a battle for honor. Where is the Chosen? There she is. Your life is mine. I won't let you get away with anything. This year, the wait is over. Relive the adventure. And return to Symphonia. Tales of Symphonia Chronicles.